Leute, willkommen zu einer neuen Folge Red Dead Redemption 2. Ja, der Spaß schiebt mich wieder weg. Aber okay, egal. Es ist leider Nacht gerade, aber das ist kein Problem. Wir schauen erstmal, was wir machen, und dann komme ich zu dem, was ich euch sagen will. Ja, okay, dann müssen wir eins von den zwei machen. Entweder Lenny. Lenny möchte mit dir sprechen, oder Abigail Roberts möchte mit dir sprechen. Okay, dann reden wir mit Lennox. Lenny, okay. Aber okay. Ich weiß auch nicht, was in der Aufgabe vorkommt und so. Aber was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, meine Ferien haben begonnen, deswegen kommt Red Dead wieder. Für die es immer noch nicht wissen, ich werde Red Dead Redemption nur aufnehmen, wenn ich Ferien habe. Und in dem Falle ist es so, dass ich gerade Ferien habe, deswegen kommt gerade logischerweise ein Red Dead Video. Was ich noch sagen kann, ist, dass ich gar keinen Plan habe, was ich gerade machen muss nochmal, weil es länger her war. Es waren ja mehrere Wochen, ich weiß es jetzt nicht, könnt ihr selber schauen. Guckt einfach, wie lange das letzte Video von mir nicht gekommen ist von Red Dead. Aber alles gut und schön. Ich muss mich auch wieder einspielen, aber das kriegen wir alles hin. Und mal schauen, wie lange ich Red Dead machen werde mit euch. Alles klar. Ich glaube, die Schrift unten kann man besser lesen, aber ich weiß es nicht. Das ist immer so eine Sache. Es ist auch gerade Nacht. Das ist auch scheiße, aber egal. Also, Kurzfassung: Anscheinend gehen wir zu einem Ort hin, wo eine Menge Geld oder Waffen liegen würden. Auf jeden Fall wertvolles Stuff. Aber so wie ich es kenne, ist das wahrscheinlich das streng bewachteste auf der Welt. So wie immer. Man kennt's doch. Warum ist mein Pferd eigentlich angebunden? Niemand weiß es. Aber egal. Dann lass ihn nach. Ich hasse Reiten. Ihr auch. Nein. Ihr schaut ihn nur zu. Nee, so lange kann ich einfach sagen, Ablauf wird wie damals immer sein. Ich werde wahrscheinlich täglich ein Reddit-Video machen. Wenn nicht, wartet 2-3 Tage. Ihr könnt da lesen, was da steht. Ich rede weiter. Auf jeden Fall werde ich immer, also täglich Reddit-Video machen, wie gesagt. Außer ich habe gerade keine Zeit, aber dann, das sage ich euch im nächsten Reddit-Video dann. Wenn längere Zeit keine kommen sollte, dann sind Ferien bei mir, aber das sage ich normalerweise dann im letzten Reddit-Video. So. Warte, kriegen wir jetzt angezeigt, wohin? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, komm. Ich hab grad. Nee, das geht aber nicht. Ich muss schon. Da, das hatte ich, glaube ich, und das Ding. Aber das heißt, wir könnten auch eine neue Waffe bekommen, ne? Cool, das wäre nice. Eine neue Waffe und Geld. Freue mich. Ich meine,
Wir haben 1380 Dollar. Aber warum nicht mehr? Naja, also meine Waffen sind ja auch aus Gold und schießen auch. Von daher, ich weiß zwar nicht, ob alle Gold sind, aber mein Messer habe ich auf jeden Fall Gold gesehen. Wer kann denn vielleicht so umschubsen? Hier, zack. Ja, ist doch alles gut. Digga, der regt sich voll schnell auf. Der Lani. So. Hier? Lange hier nicht. Ey, wenn hier was ist, ich schwöre, ich rast aus, Alter. Wir sind so oft hier entlang gelaufen, auch bei Aufgaben, egal wann. Nee, hier kommen safe so andere. Autsch. Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass mein Pferd Mist ist, Alter. Jetzt komm. Wohin? Zur Kirche? Ja, geh doch hin. Ja, warum nicht? Also, hier zu kämpfen wäre doch schon was. Wir haben ja bisher noch überlebt. Ja, safe ist da drin irgend so ein Spasti, der mich umschmeißen wird oder so. Na, verlassene Kirche. Ja, dachte ich's mir, dass da nichts ist. Zeichnung. Ah, lesen. Clemens Point. Hab eine alte Kirche gesehen. Die war ganz interessant. Keine Ahnung warum. Das ist aber auch die beste Beschreibung, die man jemals reinschreiben sollte. Okay. Also falls wir jemals was über die Kirche wissen wollen, wissen wir nie was. Doch. Ja, auf der Straße, wen juckt das? Es kann irgendein Dude sein. Jetzt ist es wahrscheinlich so der bewaffnetste, so ein Panzer oder so, Alter. Ja, ein Wagen. Dynamit, ja, Dynamit. Glauben jetzt auf einmal Dynamit, Alter. Wir gehen einfach mal so komplett. Okay, wir sind zu weit weg. Solange wenn ich es nicht mehr auf der Map. Ihr seht es glaube ich nicht ganz, aber solange ich es auf der Map sehe, reicht's aus. Da ist auch ein Haus. Aha. Verstecke die Pferde zwischen den Bäumen, das machen wir auch. Hier ist zwar nur ein Baum, aber ist mir egal. Und wir laufen zur Mauer hier hin. Zack. Wieso soll ich jetzt zu Lani, jetzt soll ich doch wieder zur Mauer gehen, hä? Ich weiß nicht, ob man das in der Map gesehen hat, aber die Mauer wurde gelb, dann wurde der Typ gelb, dann wurde die Mauer gelb. Also, ihr habt es unten gesehen, was da stand, aber das könnt ihr wieder, spult mal zurück. Jetzt geht in Deckung auf einmal, aber ich bin in Deckung. Zumindest ist auf der Map ein gelber Fleck da, wo ich drauf bin. Oder meinen sie, ich soll die Waffe damit raus? Warum? Ich habe aus irgendeinem Grund die Sniper dabei. Jetzt sieht es nicht als Deckung für ihn. Also für mich ist es schon Deckung.
Dreh mich mal ein bisschen. Gegendeckung ist dein Ernst? So? Also. Ich glaube, ihr seht es ganz, ganz leicht, so einen weißen Fleck auf der Map. Seht ihr den? Der ist bei mir gelb und da sollte ich hin. So. Ja, benutze ein Zielfernrohr, um das Shady, um das auszugucken. Da ist ein Specki, den würde ich gerne in die Fresse schießen. Ja, abgeschaut. Da kann man drauf ballern. Piu piu. Freundlich. Ja. Was macht er? Was? Teile Lenny deine Entscheidung mit. Dafür muss ich aber kurz die Waffe wechseln. Also, die Hand nehmen. So, auf das Dynamit schießen, Lenny losschicken. Ihr wollt alle das zweite sehen. Auf Lenny losschicken. Dynamit schießen ist, glaube ich, einfacher, aber. Und jetzt nehmen wir auf jeden Fall das Ding hier. Warte, haben wir einen Befehl bekommen, wann wir schießen sollen? Oder läuft der Typ jetzt einfach da so, du Digga, wie ist die? Aha. Nee, der ist gefährlicher. Er schießt so gleich. Oh mein Gott, das war die geilste Aufnahme der Welt. Oh Gott, ich muss mich wieder. Es ist nichts Gutes, jetzt einen Kampf zu machen, glaub mir. Das Schlimmste ist, ich weiß nicht, wie viele es sind. Ich schätze jetzt mit 20. Aber woher soll ich das? Ah, das war daneben. Aber das trifft. Ja, schön. Heute mal ein bisschen Sniper-Action. Den haben wir. Einer greift Lenny an. Den habe ich dir weggeklaut. Den Kill steal ich dir mal. Jetzt bist du traurig auf mich und ich erschieße jeden. Nein. Nö, aber läuft. Und den habe ich auch cool gut gekillt, aber der erste war viel mehr, also kaum. Oh, zwei sind bei mir. Na dann. Er ist nicht. Er ist hinter dem. Einer ist hinter mir, Lül. Junge. Das war gerade so schlecht von mir, ich schwöre, aber ich muss halt wieder reinkommen. Hab ihn. Dass Lenny das da überlebt, gell? Dass der Typ das überlebt, einfach in der Mitte. Den habe ich auch durchbohrt. Hinter mir ist einer.
Oh, der ist böse. Der war echt böse. Wo ist die Zigarette, wenn man sie braucht? Da ist sie. Da. Hier müsste einer sein. Nein, 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 ich habe mich gebückt, das wollte ich nicht. Ach lol, wo guck ich denn hin? Ich guck beim Baum, nein. Pew. Die sind, also okay, das waren, sind ein bisschen mehr als 20. Du hast 25% Fortschritt für Stufe 5 erreicht. Das ist doch schon gut, oder? Ja, das reicht, das reicht. Nein! Nein! Nein, ich hab's schon erwartet. Ich hab's schon erwartet. Mission, Kontrollpunkt, Neustart. Ja, das war schlecht von mir. Ich hätte hinten bleiben sollen. Ich geb's zu, aber ich muss wieder reinkommen. Ey, wenn nicht alles nochmal, oder? Ja, ich schick den Typen los. Ich werde wieder Lenny reinschicken. Och, komm. Jetzt geh bitte schnell. Schneller, mach schneller. Ich werde auch... Nee, 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 nee. Ich werde viel früher schießen. Ich werde nicht so lange... Das ist dumm. Ich werde auch dieses Mal auf den Türtypen da schießen. Nein, er bewegt sich. Kriege ich nicht mehr. Komm, gleich. Jetzt. Wie jetzt? Ich muss. Na, ja, ich weiß warum. Ich habe dieses Mal einen anderen umgebracht und nicht den, der auf Lenny gezielt hat. Nee, dann machen wir es so, wir auf die noch schießen. Hä? Ja, schieß auf Dynamit. Ich dachte gerade, er will reinrennen. Ja, auf das Ding, ne? Kapau! Ja, lol. Das ist doch viel besser. Okay, also als für euch, falls ihr das spielt, als Tipp, schießt auf das Dynamit. Also wenn ihr wirklich gewinnen wollt aufs Dynamit, außer man kriegt am Ende dadurch einen Vorteil. Aber das glaube ich nicht. Aber er rennt trotzdem rein. Na dann. Oha, ey, schau, aber komm, guckt auf die Map. Ihr seht vielleicht nur weiß, aber es sind so viele Punkte da drauf. Und diese Punkte sind alle böse, außer einer. Wie macht der Typ das, um reinzurennen eigentlich? Ja, ich werde Tränke verbrauchen von mir aus. Ich versuche die von der Seite mal auszulöschen. Das ist gar nicht mal so doof. Wo ist der Trank? Es gab so einen Trank, der gibt dir... Genau. Alles ist... Ich habe jetzt alles einfach und das ist sau overpowered. Wir schießen jetzt instant einfach drauf. Ja, okay. Also so wie ich es gerade gemacht habe, reinzurennen, ist auf jeden Fall optimaler. Tschüss. Ja, was hat der Typ da gehabt, Alter? Sind wir 2010 oder was?
Hinten ist noch einer. Und der muss weg, der wird später sonst stören. Also meiner, ich drück immer ducken, aber ja, da ist einer noch. Können wir die plündern am Ende? Okay, er wollte. Zack. Ich wollte einen Messerstecher machen. Dafür, dass ich vorhin gestorben bin. Nach Waffen. Da ich plündere ein paar Leute noch schnell. Aber weil ich nicht verkacken will, plündere ich auch nur die zwei. Ich weiß, was. Andere Zeit. Okay, war ganz okay, die zu plündern sogar. Also der eine zumindest. Angebrochene Pferdestummel. Ja, also es war okay. Die haben bestimmt alle anderen auch noch guten Stuff, wenn das so ist. Aber ich will jetzt nicht zu lange hier plündern. Ja, und ich habe was gefunden. Kommen die gerade? Da ist eine Kiste. Und da ist ein Safe, eine Waffe halt. Ja, geil. Erstmal eine Bande auslöschen gefühlt, aber nichts mitnehmen, außer diesen unnötigen, wie heißt das? Diese unnötige Kutsche, die man noch so viel bepacken könnte. Da wäre noch so viel Wertvolles drauf, safe. Ich meine, man könnte hier so alles hier noch mitnehmen, was es gibt, aber nein. Naja, okay, dann. Wow, erste Folge wird wieder eine längere Folge. Also, erste Folge wieder, nachdem ich länger nicht mehr gespielt habe. Muss erstmal natürlich ein Kampf sein. Immerhin was Spannendes. Und immerhin. Schade, dass ich gestorben bin. Für euch witzig. Super. Fährt der Zug aber auch zufällig vorbei, oder? Ist was. Was ist denn los? Entschärfung, ja. Wir haben Geschäfte mit euren Brüdern da hinten gemacht. Nein, das war ein Fehler. Kommen noch mehrere, ist doch immer so, dass mehrere kommen, oder? Ja, also ja, guck mal. Dass die drei kommen, das war doch klar. Es kommen noch mehr, sag ich sogar. Nee, wir sind ja schon bald zu Hause, so lol. Naja, wenn es nicht so geht, dann mit Gewalt, ne? Ich habe es hier zweimal auf die Friebel-Methode versucht. Einmal bin ich selber gestorben, beim zweiten Mal ist er gestorben. Und beim dritten Mal hat es geklappt, dann, wo wir auf den Dynamit schießen. Würde ich euch aber auch empfehlen, das Dynamit abzuballern. Und was, da passiert nicht viel. Da rennt ihr einfach mit zwei Revolvern auf link, von links oder rechts. Ich glaube, das ist egal. Rein und übertreibt es nicht. Sonst müsst ihr in Trank wie ich investieren, dann schafft es safe, aber. Hä? Achso, okay. Ich habe den gerade noch kurz gesteuert. Wo dieser. Mein Hut ist weg. Okay, das ist aber gar nicht cool. Finde ich aber nicht so nice. Ich steuere den halt echt noch. So ein bisschen. Nicht jetzt. Ja, wirklich. Ich steuere dann wirklich so ein bisschen. Zwar nicht richtig, aber ich kann ein bisschen steuern.
Okay. Ja, gut, aber sind die so viel wert, die Waffen? Ich meine, 250 bestimmt, aber muss halt überlegen, für eine ganze Waffe mit Gold bezahle ich 80 und das sind keine goldenen. Ja. Schön. Nee, aber wenn schon, müssten wir die erste Bold Action gewähren. Zeig mal her. Oh, das sieht gut aus. Kann man bestimmt einen Zielfernrohr dran packen. So, und was ich jetzt noch schnell mit euch mache. Oh, Mission abgeschlossen. Irgendwas konnte ich jetzt nicht lesen. Egal. Und was wir noch machen, schnell zum Abschluss. Wir gehen zum Waffenladen. Oder Büchsenmacher, besser gesagt. Nächste Folge machen wir Abigail Roberts. Charles nimmt Arthur auf die Jagd noch. Bisa. Mal gucken. Wir können beides machen, aber nächste Folge schauen wir, was wir machen. Wahrscheinlich die Jagd. Ich habe gerade mehr Lust auf die Jagd. Ich weiß zwar nicht, was bei Abigail passiert, aber Tiere jagen haben wir länger nicht mehr gemacht und sollten wir auch machen. Machen wir dann morgen. Heute gehe ich jetzt noch zum Waffengeschäft oder zum Büchsenmacher, ja. Ich mache jetzt auch einen Cut für euch, denn sonst geht es wirklich zu lang. Dann, wir sehen uns gleich. So, Leute, ich bin gerade da. Und bin gerade kurz in der Nähe. Kennt ihr noch den Typen hier? Oder der war es jetzt nicht. Aber hier war davor, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Wir haben mal eine Aufgabe gehabt und da mussten wir mal ein Grab schänden, sage ich jetzt mal. Und da war hinten so da war ein Typ, der hat uns dabei geholfen oder andersrum. Oder er hat uns was geschuldet, irgendwie sowas war es da. So, hi. Hi, Ferry. Wir wollten gerne die, wenn ich sie finde, da, Bolt Action Gewehr. Zeig mal, die haben wir bekommen. Und Lauf, ja, 3. Oh, nur 3? Egal. So, die Reichweite ist jetzt ein bisschen verbessert, auch wenn es, glaube ich, nicht wirklich braucht. Visier verbessert die Genauigkeit. Zielfernrohr. Kaufen wir das Größere natürlich. Schaft bringt nichts, wissen wir schon. Und Schutz, damit es länger hält. Können wir kaufen. So, die Dekoration natürlich dafür erstmal mit Metall. Wir machen es so wie immer, alles auf Full Gold. Ich meine, wir haben heute ein neues Gewehr bekommen. Da müssen wir. So, 55 für Full Gold. Siehst du, ist nicht so billig. Gravuren. Wir nehmen die erste, weil man die eh nicht sieht. Und schwarz. Genau. Schnitzerei kann, bringt nichts, weil das Leder drüber ist. Das Leder wollen wir ganz dunkel haben. Und die Lackierung können wir auch eigentlich ganz dunkel haben. Das sieht gut aus. Und das ist dann unser Gewehr. Wir können auch bei Munition gucken. Wie viele haben wir denn gerade? Okay, wenn wir uns nicht mehr kaufen können, ist es, weil wir genug haben. Aber geht klar. Volles Gewehr, Bolt Action Gewehr. Lass noch kurz, ich mache einen Cut und gehe ein bisschen weiter weg und wir schauen uns noch kurz ein bisschen mehr an. Schön, dann probieren wir noch kurz was aus. Ach komm, ja. Komm her. Ja, ich bin jetzt weit genug gegangen, dass ich Waffen noch rausnehmen darf, weil in Rhodes darf ich nicht. So, Bolt, da, genau, das haben wir bekommen. Schön. Zeig's mir mal. Ja, sieht ganz gut aus, oder? Jetzt lass mal kurz damit zielen. Ah, okay, wir können also so wie bei der Sniper umstellen, ob mit Zielfernrohr oder ohne. Okay, da ist ein Busch. Ja, also ist ganz gut. Wir können jetzt noch mal kurz gucken. Vom Schaden ist es auch ziemlich. Ja, geht also. Es ist nicht das Beste, aber es geht ganz ziemlich gut. Zu guter Letzt. Oh, mein Hut. Nee, 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 nee. Ich kann es nicht beenden ohne meinen Hut. Sollte ich haben. Ja, schön. So. Aber dann hoffe ich,
Euch hat diese Folge Red Dead Redemption 2 gefallen. Ging etwas länger leider, aber ich glaube, das stört niemanden, da ich hier länger keine hochgeladen habe. Wir sehen uns dann beim nächsten Red Dead Redemption Video oder generell beim nächsten Video. Gebt einen Daumen hoch für mehr Red Dead Redemption 2 an. Abonniert den Kanal, wenn ihr nichts weiteres verpassen wollt, könnt ihr auch die Glocke gerne aktivieren. Nächstes Mal, also bei mir wäre es jetzt in dem Falle morgen, machen wir, oh, wir haben sogar was Neues bekommen, Bill Wilson. Bill möchte mit dir sprechen. Nee, nee, nee. Wir werden aber wahrscheinlich die Jagd machen mit Charles. Charles nimmt Arthur auf eine Jagd nach Bisons mit. Genau, das werden wir wahrscheinlich machen, weil wir länger nicht jagen wollen. Und ja, ich habe auch einen TikTok-Account, wenn ihr ihn auschecken wollt. Würde mich sehr freuen. Patrick Fritz 2 heiße ich drauf. Bis nächstes Mal und ciao, Leute.